Moin Leute, was geht? Heute zeige ich euch, wie ihr Jobs whitelisten könnt. Sprich, wie ihr einfach machen könnt, dass nicht jeder den Job Polizei oder Krankenwagen bekommen kann. Jeder kennt es, wenn man RP-Server aufmacht, dann hat man die Jobs, die im Arbeitsamt sind, kann einfach jeder User nehmen. Egal wer. Der braucht keine Rechte, um Ambulanz zu werden. Nun zeige ich euch heute, wie ihr diese Jobs whitelisten könnt, sodass nicht jeder User draufgreifen kann. Bevor das Video losgeht, nochmal eine kurze Werbung. Wenn ihr auch einen Teamspeak oder 5M-Server haben wollt, könnt ihr jetzt in der Videobeschreibung gucken. Da sind zwei Links, da könnt ihr euch ganz easy einfach einen selber erstellen lassen. Mit Konfigurationen, die ihr wollt. Es ist recht günstig. Und jetzt geht's mit dem Video los. Ihr habt ja vorhin das Beispiel gesehen und jetzt müssen wir, um erstmal alles zu machen, in die Datenbank gehen. Und zwar gehen wir jetzt hier in die Datenbank. Wenn wir jetzt hier in der Datenbank sind, geht ihr auf den Punkt Jobs. Das ist links über Items unter Jobgrades. Auf Jobs. Ganz wichtig ist, dass ihr die Jobs nicht rauslöscht, sondern whitelistet. Sprich, ihr dürft jetzt hier nicht einfach auf Löschen drücken, weil sonst könnt ihr niemanden mehr den Job geben. Und der ist komplett weg, es sei denn, ihr fügt ihn wieder hinzu. Deshalb gehen wir hier auf Bearbeiten und dann stehen hier schon die drei Daten. Name, Label und Whitelisted. Das heißt es, ihr müsst bei Whitelisted auf 1 machen. Okay, und das war es auch schon. Bei LSPD machen wir es auch eben. 1, okay. Dann refresht ihr die, aktualisieren. Und jetzt müsst ihr einmal den Server restarten. So, wenn ihr jetzt wieder auf dem Server seid, könnt ihr schon beim Jobcenter einmal nachgucken, ob die Jobs noch drin sind. Nein. Also die Jobs, die ihr vorhin gewhitelistet habt, sind nicht mehr drin. Also man kann sie auch nicht mehr nehmen. Um die Jobs jetzt zu bekommen, müsst ihr einmal Super Admin machen. Das solltet ihr eigentlich schon am Anfang gemacht haben. Das macht ihr, indem ihr auf Icecon geht, dann Connected und dann eben Set Group 1 Super Admin 2000 macht. Die Zahl hier hinten ist eigentlich egal. Kann auch 2 sein oder 1 oder 5. Habe ich einfach nur so gemacht, weil ich einfach mal so gemacht habe. Um die Jobs jetzt noch zu bekommen, müsst ihr einmal in den Chat gehen und dann slash set job. Dann müsst ihr eure ID eingeben, 1. Dann den Job, also Police. Und dann die Grade ID, das geht von 0 bis 4. Wenn ich jetzt 4 mache, bin ich jetzt LSPD Boss. Das seht ihr jetzt auch rechts. Und ihr habt schon gesehen, der Job ist nicht im Arbeitsamt drin. Und ihr habt den Job trotzdem. Also der ist nicht im Arbeitsamt drin, aber ihr habt den Job trotzdem. Wenn ihr jetzt Ambulanz werden wollt, dann geht ihr auf slash set job 1 und dann Ambulanz und dann auch von 0 bis 4. Von 0 bis 3, sorry. So, und schon habt ihr den Job. Wenn ihr Mechaniker haben wollt oder viele andere Whitelist-Jobs haben wollt, dann geht ihr wieder auf die Datenbank. Dann geht ihr auf ihr Job Grades und dann seht ihr hier in dieser Spalte Job Name. Wie die Jobs alle heißen. Also wenn jetzt Miner oder Trailer oder Reporter, also Whitelisted, müsst ihr genau diesen Namen eingeben, sonst geht's nicht. Und das war's jetzt auch schon mal mit diesem kurzen Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung zum Teamspeak-Server, zum 5M-Server, Icecon-Download-Seite ist auch noch da, damit ihr alles habt. Und ja, wenn ihr Vorschläge habt, was ich noch machen soll, einfach in die Kommentare schreiben und dann bis zum nächsten Mal.